Heute Nacht ist sie angekommen, die Familie mit 3 Kindern aus Ost-Berlin. Sie hat den langen Weg über Ungarn wählen müssen. Das war der letzte und einzige Weg, denn die Ausreiseanträge wurden schon mehrmals abgelehnt. Und eine Begründung wurde auch mitgeliefert. Wir sind ein Versorgungsbetrieb. Wir haben eine Bäckerei drüben, ja. Und die haben wir nur einen Stich gelassen. Für uns gab es keine Möglichkeit, weil wir abgelehnt wurden, ja. Wir sind eben für die Bevölkerung eben da. Wir haben weitergeführt den Laden und haben immer überlegt, wie könnten wir es machen. Wir sind auch Anfang Juli schon in Ungarn gewesen, ne? Und das hat nicht geklappt über die Grenze eben und sind zurückgefahren und haben wieder erneut eingereicht. Es folgte wieder eine Ablehnung. Nun aber hat alles geklappt und man muss sich zurechtfinden in der Enge des Wohnheimes. Polnische Aussiedler und Übersiedler aus der DDR wohnen hier. Und mancher hat jahrelang auf seine Ausreise warten müssen. Eine schwere Zeit. In Ungewissheit, keine Ablehnung, keine Zusage. Und sind dann nach 3 Jahren endlich offiziell ausgereist. Aus Berlin-Ost. Wenn Sie nun die ganze Bewegung aus Ungarn sehen, was denken Sie sich da? Das geht unter der Haut. Man gönnt einfach jeden. Das ist. Da findet man keine Worte so schnell. Das ist halt überwältigend. Bewältigt mit allen erdenklichen Möglichkeiten der erste Ansturm der Flüchtlinge. In der Kreuzberger Kapelle des Kolpinghauses sind die ersten aus Ungarn eingetroffen. In aller Windeseile wich das Kirchengestühl, Betten und Schränken. 92 Menschen können in dieser provisorischen Unterkunft schlafen. Anstelle des Altars an diesem Tisch darf vielleicht das Abendmahl eingenommen werden. Nach diesem Wochenende werden wohl alle Schlafstätten hier belegt sein. Wer Glück hat, darf irgendwann mit seinem Hab und Gut umziehen. Einige Etagen höher in ein Doppelzimmer. Aber wann endlich der große Umzug in die eigenen 4 Wände erfolgt, das bleibt die große ungewisse Frage der Zukunft. Seit März schon sucht dieses Ehepaar, ehemals Berlin-Marzahn, nun Berlin-Kreuzberg, eine Wohnung. Arbeit haben wir, beide arbeiten schon sehr lange, verdienen unser Geld, aber eben eine Wohnung, das ist eben das, was uns noch fehlt, ne? Und da führt eben kein Weg rein. Die Wegereien nach Berlin führen immer noch auch über Ost-Berlin. Allein 1348 Menschen aus der DDR kamen im September in den Westen der Stadt, davon nur 320 aus Ungarn. Hier am Grenzübergang Invalidenstraße warten 2 auf Neuankömmlinge. Ich bin Patin von einer Familie mit 2 Kindern und die möchte ich hier abholen. Mit 2, also mit Auto, mit allem. Die siedeln gerade aus? Die siedeln aus. Aber legal, mit Ausreisegenehmigung. Die Notunterkünfte bereiten immer noch Sorgen. Aus diesem Grunde tagten heute hinter verschlossenen Türen die Verbindungsoffiziere der Westalliierten mit Vertretern der Sozialverwaltung. Erstes Ergebnis, Zelte, Betten, Matratzen sollen von alliierter Seite bereitgestellt werden. Nun verfügen die Alliierten aber auch über sehr viel Gebäude. Was haben Sie da für Angebote? Wir haben mit den Alliierten auch darüber gesprochen und haben auch vermittelt, dass Gebäude natürlich hilfreicher sind als Plätze und Zelte. Im Bereich der Alliierten wird darüber jetzt sehr genau weitergesprochen und ich denke, dass wir in absehbarer Zeit zum Gesamtzusammenhang weitere Vorschläge erfahren werden. Den Menschen in ihren Notunterkünften kämen weitere Vorschläge, also mehr Platz für jeden Einzelnen, wohl sehr entgegen.